Einen wunderschönen Mittwochabend. Guten Tag. Willkommen, willkommen. Wir viben ein bisschen zusammen heute. Was bitte? Meine Perle? Liebste? Ja, irgendwie sowas. Süße Puppe oder so. Na, Puppe ist ja auch ein bisschen Püppi. Ein Siegel ja sowieso. Das versteht sich von selbst. Shani? Ja, das. That's me. Yep, that's me. Guten Tag. Ich bin heute Frau Matschehirn und deswegen spielen wir weder Baldur's Gate noch Genshin Impact. Ich habe von der lieben Hollow, die vielleicht heute auch noch kommt, müssen wir sehen, mein Matschehirn. Ja, genau, ich bin dein Matschehirn. Diesen Tipp bekommen, My Dream Setup. Das ist, glaube ich, schon sehr lange her, dass ich diesen Tipp bekommen habe. Aber ich habe mich heute daran erinnert. So weit funktioniert mein Gehirn noch. Und ich dachte, wir richten einfach mal ein bisschen ein zu chilliger Lo-Fi-Musik, falls das Lo-Fi-Musik ist. Aber es fühlt sich so an. Und es ist irgendwie gerade voll mein Vibe. Hi, hallo. Zu viel gelbe Farbe. Besser? Guten Tag. Hallo, endlich. Endlich spiele ich mal dein Game, was du mir empfohlen hast. Ich habe gerade schon erzählt, ich weiß nicht, wie lange du da bist. Ich bin Matschehirn heute und Baldur's Gate ist eine Nummer zu groß für mich und Genshin Impact auch. Und deswegen, genau, machen wir hier so ein bisschen My Dream Setup und gucken. Ich habe mir noch nichts angeguckt. Ich habe mich blind auf deine Empfehlung verlassen. Und wir werden jetzt. Ah ja, okay. Huch. Wir werden jetzt schauen. Ah, das geht auch. Das ist irgendwie strange. Ich glaube, jetzt habe ich alle gemacht. Wie das hier geht. 11 Kilometer Radfahren. Wolltest du nicht aufhören mit Sport? Eieieiei. Okay, ich sehe, man kann sehr kleinteilig hier werden. Was ist das? Blueprint Mode. Es ist einfach, was kann ich hier tun? Oh, ich habe eine Wand gebaut. Ist das das Fenster oder die Tür? Wieso kann ich nicht? Ach so, muss ich die wegmachen und dann kann ich wieder eine Tür reinmachen? Ah, Drag and Drop. Mir war langweilig. Das müsste mir mal passieren, dass mir langweilig ist und ich deswegen aus Versehen Sport mache. So, ich mache jetzt hier gleich irgendwas, aber ich mache alles weg. Ah! Nee. Okay, warte. Ich mach hier erstmal wieder den ursprünglichen hin und dann gucke ich mir das alles an. Ich weiß noch nicht mal, worum es geht. Also mein Dream Setup, wahrscheinlich soll ich mir einfach das so einrichten, wie ich es gerne möchte. Dafür brauche ich, glaube ich, ein größeres Zimmer. Ach schon. So. Okay. Nee, zum Center. Das hatte ich noch nicht gesehen. Bin verwirrt. Ach, guck mal, ich kann mir den Hintergrund hier einstellen. Ah, lila ist schon gut, ne? Oder was wollen wir? Drück mal auf die Mülltonne. Ja, habe ich ja gerade gemacht. War alles weg. Aber ich habe es schnell wieder aufgebaut. Hat keiner gemerkt. Sagst du mir jetzt noch mal, wie was ich machen muss? Nö, sagst du nicht. Okay. Ja, wie ist denn hier mit Hintergrund? Was sagt denn ihr? Okay, das ist ganz schön. Rot ist die Tür und blau das Fenster. Ja. Ja, warte halt. So. Ja, aber bunt, ich kann nur eine Farbe machen. Ich kann ja eine. Oh, ich glaube aber, wenn ich eine von meinen Farben mache, und ich guck mal parallel auf Canva. Glaubpause löschen, Wände und wie. Ja, genau. Verstehe ich. Mit dem, wie man das macht. Ich wollte nur gerade schnell in meine Farben gucken, in meine Markenfarben. Ich habe ja ein Brand-Kit. So eine bin ich.
Das ist zu doll. Eventuell vielleicht das 2C0894. 2C0894. Das war ein bisschen langweilig, ne? Na gut, aber wenn das nicht so doll ist, ups, das wollte ich nicht machen. F500BD. Nee, das ist zu doll. Jetzt haben wir hier 00A1D5. 00A1D5. Ah. Und das letzte noch. 00BE67. Nee. Gut. 011D31. 011D31. Vermutlich. Das ist ja hässlich. Nope, nope. Das machen wir so nicht. Gut. Lila. Ich werde es nicht lila. Nicht kotzen fürs Idealgewicht. Idealgewicht ist, wenn es viel zu knuddeln gibt. Nein, wie auch immer du dich wohlfühlst. Natürlich, natürlich. Zu viel. Schweizer Grau? Nee, das ist langweilig. Ich nehme so ein lilanes Blau. Das ist schön. So, hab mal festgestellt, Mihoyo hasst mich. Oh nein. Ich pull Star Rail 4 Sterne, den neuen, letzte 5 Sterne war für 4 Menschen. Ich mache 10er und schicke meinen Standard 5 Star und dann den neuen, den ich nicht will. Gurkengrün, guten Tag, Berlinchen. Hast du dieses Game? Siehst du? Hallo, deswegen spiele ich hier heute sowas. Guck mal, da muss man gar nicht irgendwas ziehen. Ich kann mir einfach alles aussuchen, was es gibt. Und ich mache mir jetzt doch gleich eine größere Blaupause. Ich bin heute adventurous drauf. Hier, bada bouts, bada bang, machen wir alles weg. Und wir bauen uns ein hübsches Zimmerchen. So mit einem, ich will irgendwie, also wie es hier geht, eine Ecke drin haben, sodass ich so zwei Sections habe. Ich muss mal gucken, was es alles gibt. Nee, das wollen wir nicht. Ich muss mal gucken, was es alles gibt. Gibt es auch Betten und sowas? Also kann ich mir eine komplette Wohnung, ja, wahrscheinlich keine Küche und sowas, aber so. Kleinen Balkon kann ich wahrscheinlich nicht machen, ne? Amen. Ich hab doch, wir, also ich, Daniel und ich, wir haben zur Hochzeit haben wir ein riesiges Glas Gurken bekommen. Da wurde es tatsächlich einmal eingelöst. So, und ich würde sagen, Eingang mache ich hier hin. Kann ich mehr als ein Fenster machen? Ja, sehr gut. Gurken. ja. So, ich will die Ecke würde ich mir, glaube ich, so für anderes Gedöns offen lassen. Weil ich gehe davon aus, hier so vielleicht so eine Computerecke zu machen. Spiel das Spiel. Oh, <hey. lacht> ich mache vielleicht so eine Fensterwand. Das könnte ganz cool sein, oder? Nein, Fenster um die Ecke. Also doch, ja, alles gut, aber Fenster um die Ecke, das ist cool. Aber dann sind mir jetzt ein bisschen zu viele Fenster. Dann mache ich das hier noch weg. Dann könnte es vielleicht hier zu dunkel werden, aber dann mache ich noch was. So, das gucke ich mir jetzt erstmal richtig an. Oh ja, das mag ich hier. Hier muss ich noch überlegen. Da mache ich vielleicht noch ein bisschen was anderes, aber das gucken wir dann gleich nochmal. Ein bisschen dünner, ne? Kann ich es größer machen? Kann ich das noch größer machen? Nee, größer geht nicht mehr. Also länger geht nicht mehr. Oh ja. So, gucken wir mal kurz. Andere Fenster geht noch. Andere Tür auch. Bilder. Ha, süß.
Was ist denn hier, Steam Store? Achso, das ist ja wahrscheinlich, was ich mir irgendwie runtergeladen habe, ne? So, ah, Betten haben wir auch. Okay. Süß. Kleine Figürchen. Sportgeräte, na, die kommen auf alle Fälle schon mal nicht rein. Instrumente. Zocken. Wäsche. Okay, also gehen wir davon aus, dass ich eine Einzimmerwohnung habe. So. Was für was an Wäsche aus? Scheiße, Moxie. So, Boden. Also, wie gesagt, Küche und Bad klammern wir aus. Das gibt's hier nicht, sondern ich mache jetzt hier nur so eine Wohn-Zock-Kombi. Was ich gerade nicht verstehe, ist, wieso hier so ein. Wieso kann ich jetzt nicht mehr drehen? Ach, hier mit. Wieso hier so ein harter Schatten ist, weil das wäre ja nicht in echt. Doch, das gefällt mir schon ganz gut. Ich frage jetzt noch, was ich denn hier mit dem Space mache, aber das werden wir sehen. Und dann hier ja irgendein Möbelstück oder so aufstellen, dass ich das so eine Schlafzimmerecke abtrenne. Theoretisch wäre ja dann hier wahrscheinlich ein echt Schlafzimmer, aber das ist mir zu ungemütlich. Nee, machen wir so. Regale. Ich glaube, das sind nur kleine Regale. Mal große Regale. Hallo. Aber das ist mir zu groß. Zum stufenlosen Drehen. Ah ja, Scroll und Shift. So. Stehe. Zum Platzieren. Und was, wenn ich es gar nicht haben will? Geh weg. Ja, Escape. Okay. Wie ist der Crackfusche? Dein Traum-Zockerzimmer. Naja, aber ins Zockerzimmer muss doch ein Bett. Entschuldigung. Also, ich meine, zum Zocken brauche ich nicht viel. Ich habe hier meinen Rechner und meinen Stuhl. Mehr brauche ich nicht. Ja, genau, so ein Streamer-Gamer-Zimmer. Aber dann habe ich es jetzt schon verkackt hier. Weil dann wäre es besser, wenn es hier dahinter. Achso, ich könnte es natürlich so hinstellen, dass das hier der Hintergrund ist. Ja, das ist gut. So, aber jetzt brauche ich erstmal Boden. Was finden wir denn gut? Ach nee, so Fliesen sind ungemütlich. Holz finden wir gut. Sowas vielleicht. Ach, ich kann nicht mal, ich muss alles. Ich dachte, ich kann hier so, wie bei Sims. Jetzt soll ich mal Sims streamen. ja, das könnte ich wirklich machen. Aber dann muss ich mir Sims kaufen. Das ist auch Quatsch. Ich habe Sims 3 oder so. Das reicht nicht. Das ist Peino. Das ist nicht das Gleiche. Nein. Stein, der wie Holz aussieht. Okay, das hier ist Stein, der wie Holz aussieht. Aber es überzeugt mich noch nicht. Vielleicht so dunkles. Ach nee. Das sieht echt aus, als würden hier Splitter hängen. Sims 3 und 4 ist exakt gleich und Pi ist genau 3. Kannst du mal bitte aufhören, hier auf meinem Kanal die Sim-Gemeinde zu dissen, weil dann kriege ich noch einen Shitstorm am Ende. Das ist nicht meine Meinung, Leute. Das ist nicht meine Meinung. Ja, weil das ist schon ganz schön, aber das wiederholt sich mir zu sehr. Da hätten sie noch einen Teil mehr machen müssen. Aber das geht hier ganz gut. Das finde ich ganz hübsch. Ja, aber das sieht so gleich aus. Aber das finde ich am schönsten. So. Machen wir das. So, dann gucken wir mal, wie wir die Fenster machen. Oh, lila. Ach, die sind gar nicht lila. Moah. Große Fenster. Nee, das finde ich so unschön, weil das fühlt sich an, als würde man die nicht aufmachen können. Allerdings sind unsere Fenster ja so, ne? Nee, aber ich finde das ganz schön. Das lassen wir so. Ich stelle hier eine Frage. Du hast keine Fragen gestellt. Du hast entrüstende Meinungen geäußert. Ach, guck mal, hier so mit Backgrounds auch noch und so.
Praktisch. So, aber zunächst will ich mir trotzdem einen kleinen Rückzugsraum schaffen. Weil man braucht ja auch Zeug, um sein Equipment unterzubringen, ne? Sowas. Irgendwie sieht die Perspektive ein bisschen off. Ach nee, das ist nicht die Perspektive. Das ist einfach wirklich schief. Kann ich nicht auch hier? Ja. So, genau. Ne. So, jetzt ist es gerade, oder? Naja, nicht ganz. Das ist ja... Das ist auch nicht richtig. Und das ist auch nicht... So ist es so schief? Ja, okay, nee, so passt es, glaube ich. Ist wahrscheinlich auch nur die Darstellung. So, machen wir erstmal das, weil das können wir nämlich. Da können wir dann jedes... da kann ich die Farbe einstellen. Okay, was mache ich hier? Was passiert hier? Okay, WASD. Drück mal auf die Sonne oben rechts. Achso, dann wird's. Und dann ist Schnee oder. Ja, Schnee. Und Regen. Oh, das ist cozy. Oh, wir machen nachher den Regen an, ne? Können wir ganz nah reinzoomen? Nee, schade. Also ja, schon, klar, können wir nah reinzoomen, sehe ich ja, aber ist nicht so, als würden wir drinstehen. Oh, diese Perspektive macht mich wahnsinnig, ne? So, das ist viel zu doll. Und Nacht und Sonne. Aber erstmal Sonne, dann können wir am besten die Farben sehen. So, und hier werden wir nachher jedes einzelne Dingeldongel vollknallen. Da freue ich mich drauf. Sogar Jack lacht. So, ein Bettchen. Wollen wir so eine Spielwiese machen? Früher wollte ich immer sowas, das fand ich cool. Na? Ja, nicht so eine Spielwiese, Zuckerjack. Aber jetzt brauche ich das nicht. Wenn es mein Zuckerzimmer ist, dann ergibt es keinen Sinn. So, das war das gemein mit den Hinweisen. Warte mal, ich gehe mal nochmal in die Einstellungen, weil die brauche ich jetzt nicht mehr. Hohe Objekte verstecken. Das verstehe ich nicht. Ja, machen wir weiter. Nur so eine Matratze ist auch traurig, aber ein Einzelbett würde ja... Naja, gut, vielleicht doch nicht. Nicht mal ein Boxspringbett oder sollte es hier eins sein? Ja, ist aber keins. Sieht auch nicht so schön aus. Ich glaube, das hier finde ich am hübschesten. Hallo? Nein, wieso habe ich den jetzt auf? So. Okay, das stellen wir so komplett in die Ecke. Dann kann man da nämlich immer so reinhüpfen. Hier, das können wir noch ein Stück nach vorne nehmen. Ach, So. Da kann man ein bisschen Platz machen, genau. Okay, Deko und sowas machen wir dann alles später. Tisch, was kann denn hier in die Ecke noch rein? Krieg's hin. Ja, mach mal zu hier. Danke. Und das Farbkonzept machen wir dann auch gleich noch. Aber die Wände kann man wahrscheinlich dann auch nur einheitlich machen. Und, nein, die gehen so. Nice. Toben wir uns gleich richtig aus. Aber erstmal habe ich die grundsätzliche Aufteilung. Containerbett? Eine Koje? Achso, wo das dann so eingebaut ist. Na gut, das könnten wir uns ja theoretisch bauen, aber... Ah, warte, das finde ich aber ganz süß, muss ich sagen. Wieso bin ich jetzt hier immer noch bei dem? Das machen wir mal. Nämlich... Nee, warte, spielen. Das finde ich nämlich gut. Ja, aber das ist vielleicht ein bisschen zu doll dann.
Na, probieren wir mal. Ach so, ah, okay. Also Zwischenwände kann ich gar nicht machen. Na gut, dann ist es egal. Ich wollte jetzt hier so ein Bett machen, aber haben wir nicht. Haben wir nicht. Richtig Schwanzmut. Ja, aber das geht nicht. Wenn ich es gerne wollen würde. So, naja, irgendwie, irgendwas könnt ihr hier noch mit rein. So eine Alibi-Hantel hinlegen. Komm, dann sieht es wenigstens aus, als würde ich was machen. Falls Sugar Jack mal zu Besuch ist. So. Ja. So, dann mache ich, gut, ich mache erstmal die Ecke, die hier Zockerecke werden soll. Tische. Sind das schon die Schreibtische? Ja. Wird sowas? Oder so ein. Nee, eigentlich wäre so ein um die Ecke Tisch. Den fand ich immer cool. Wollte ich immer gerne haben. Ist das eine Küche? Das sieht aus wie eine Küche. Also eine Küchenzeile. Das ist ja sehr basic hier. Da sieht der cooler aus. Aber ich will, glaube ich, hier das. Das sieht so hoch aus, aber das ist ein bisschen groß vielleicht hier für hier, ne? Nee, ich will wegzoomen. So, vielleicht. Das ist ja doof, dass man, wenn man das, während man das platziert, nicht zoomen kann. Nee, das ist zu groß. Guck mal, das ist zu viel. Ah, aber Big Brain Time. So. Aber da kann man nicht so gut dran sitzen dann, ne? Wenn es nur so ein kleiner. Obwohl, so klein ist es gar nicht, weil ich meine, das ist das Bett. Das heißt, es ist 1,80 oder 1,60 breit. Ich stoße mich da dran, aber ich stoße mich überall dran. Ja, nee, doch, das finde ich gut, weil dann kann man hier noch so ein bisschen Zeug hinstellen und dann kann man hier eine schöne Streamer-Ecke einrichten. Stühle. Seht ihr irgendwo Stühle? Sind die hier mit drin? Ja. Hier, guck mal, so einen netten Gaming-Stuhl. Ich glaube, so einen coolen, wie ich ihn habe, gibt's nicht. Aber guck mal, wir nehmen den, dann können wir den auch selber einfärben. Ja. Huch. Ein Chat-Kau. Ach so, weil es hier ist. Ach, stimmt, ne? Das ist, ja, stimmt, das ist anstrengend. Guck mal, ich mach den mal hier hin. Da kann man ihn besser sehen. Bin ich eigentlich drüber? Ich mach's mal auf die Seite. Da seht ihr dann zwar die Farbauswahl nicht, aber kann ich das spiegeln, damit ich nicht weggucke? Transformieren. Ha! So, jetzt müsst ihr damit leben, dass ich komisch aussehe, weil falsch rum. Also ich sehe mich jetzt richtig, weil ich mich jetzt im Spiegelmodus sehe, so wie ich mich im Spiegel sehe. Aber ihr halt nicht mehr. So. Wieso ist denn der hier ein Geist? Ja, doch, da kann man doch ganz gut dran sitzen. Ich sehe keinen Unterschied, okay. So. Nee, noch nicht. Das ist mir noch ein bisschen. Ist das zu eng? Platziere 10 Möbelstücke. Das sind doch gar nicht 10. Ich hab nur die, die ich habe, öfter platzieren. Nee, das ist mir zu knapp. Also, ich finde es schon cool, aber das müsste ein Stück länger sein. Ah. Ich könnte das Möbelding in die Ecke packen hier und dann einen richtigen Schreibtisch dafür nehmen. Den hier zum Beispiel, den finde ich cool. Der passt doch dazu.
mal bitte auf den Tisch. Ja? Ah! Entschuldigung, ich wollte nicht schreien. Nee? Nee, mach mal hier 0, bitte. Hallo, macht Big Brain Time. Jetzt geht es nicht. Ich fasse es nicht. So. Da, bitteschön. So. Hahaha. So. Jetzt habe ich nämlich mehr Platz hier. Guck dir das an. Guck dir das an. Weg damit! Unsere Lady schreit immer zu. Bin ich die bunte Lady? Vermutlich. Also bunte Lady gefällt mir ja schon ganz gut, muss ich sagen. So als. So, wir machen jetzt aber hier nicht so ein High-End-Streamer-Zimmer, sondern eins, wie ich es auch machen würde für meine. Also jetzt nicht so ein für so ein Streamer, der irgendwie, weiß ich nicht, Rezo oder Gnu ist oder so. Sondern. Nee, das ist 0, das ist richtig. Dafür so jemand wie mich. Das ist keine Wohnung, das ist. So. Das ist nur mein Streamerzimmer, mein Zockerzimmer. Also was wie Küche und Bad gibt's nicht. Nur mein Zockerzimmer. So, genau. Jetzt habe ich es ein bisschen kürzer gemacht. Das war ein bisschen zu lang. Uah. Energy Drinks. Tatsächlich haben wir das mal wieder gemacht. Also früher hat man das ja vielleicht mal öfter gemacht. Ungesund gelebt. Aber als... Ich glaube, ich schreie so, weil die Musik für mich so laut ist. Ich mache die mal ein bisschen leiser für mich. Das ist besser. Als Cyberpunk 2077 rauskam, das war ja 2020? Doch, da war ich schon im Homeoffice. Ja, das war 2020. Da haben wir uns einen Urlaub genommen. Ich glaube, Zucker Jack 4 Tage, ich 3 Tage. Und haben halt von Donnerstag bis Sonntag dann durchgespielt und halt wirklich nur so Lieferdienst, Energy Drinks, Tiefkühlpizza und sowas alles. So dass wir da wirklich mal wieder dieses Leben geführt haben, 4 Tage lang. Und Samstagabend, das ist kurz bevor es vorbei war, haben wir Burger gegessen. Dann bin ich ins Bad gegangen, um mir die Hände zu waschen. Und dann gucke ich mich so im Spiegel an. Ich habe hier noch so Burgersoße verschmiert, meine Haare völlig fettig und verfilzt, meine Augen knallrot. Weil ich halt nur gezockt habe und ganz wenig geschlafen habe. Mein Rücken hat auch wehgetan. Ich guck mich so an, so. Ich bin zu alt für diesen Scheiß. Ja, da war ich gerade nicht die wunderschönste Frau der Welt. Und auch blass, weil Winter sowieso und dann noch 4 Tage nicht draußen. Na gut, das ist nicht so selten. Doch, inzwischen ist es selten geworden tatsächlich. Aber das war krass. Also es war cool, mal wieder in diese Welt einzutauchen oder diese Zeit einzutauchen, aber nee, nicht mehr im großen Stil. So, jetzt kommen wir mal schon mal zum Rechner. Zuerst den Monitor. Ach nee, guck mal hier, den Rechner. Oh ja, ich will sowas. Also sowas hier habe ich quasi im echten Leben, nur mit RGB und schwarzem Case. So ein Aquarium finde ich aber auch voll cool. Und das finde ich auch schön. Mach den Button an. Ja. Das wäre realistisch. Das sieht ziemlich aus wie meiner. Und das wäre, oder soll ich realistisch machen oder soll ich was anderes machen, als das, was ich habe? Das
FC-Pilz-Simulator, ja. Ich weiß, aber Farbkonzept, also ich weiß, dass ich jedes einfärben kann, aber Farbkonzept mache ich, wenn ich dann alles stehen habe, zumindest grob. Jetzt sag doch mal, soll ich realistisch machen oder ich mag meinen Rechner eigentlich. Ich nehme mal meinen Rechner. Mach mal meinen Rechner. Deswegen platziere ich ihn auch so, wie ich ihn hier platziert habe. Ich mache mal mein Setup hier. Ich baue mal mein Setup hier ein bisschen nach. Nur, dass ich halt hier... Hallo? Da. Nur, dass ich halt hier... Vielleicht müsste ich das hier hinstellen, weil... Ach nee, ein bisschen Raum, damit ich rankomme, damit ich nicht jedes Mal bestelle. Ja, alles passt. Jetzt mach ich ihn an. RGB, sehr gut. Das ist zumindest ziemlich realistisch, aber den kann ich schon mal richtig machen. Also meiner ist schwarz. Die Lüfter sind auch. Achso, nee. Ja. So. Was ist denn das Graue? Achso, das ist so, ja, das ist halt Glas, ne? Guck mal hier, was ändert denn sich da? Die Rahmen, ja. Oh Gott. Ach, die Ventilatoren. Ja, ein paar sind weiß, aber die meisten sind schwarz. So, und rot? Achso, wenn er aus ist, wahrscheinlich dann die Ventilatoren. Die sind auch schwarz bei mir. Ja, das RGB. Das passt schon. Was ist hier jetzt? Nee, transparent bitte. Das ist halt noch ein bisschen wenig RGB, muss ich sagen. Also bei meinem Rechner ist mehr RGB. Oh Gott, mir wird schlecht. Tatsächlich. Also ja, das mit den bunten Kabeln ist schon ganz gut, aber meine RAM leuchten noch. Ich habe hier unten noch eine Festplatte, die leuchtet, und ich habe hier noch so einen RGB-Streifen, der hier noch drin liegt. Und meine Grafikkarte ist horizontal angebracht, nicht vertikal. Insofern ist es nicht ganz mein Setup, aber passt schon. Passt schon. Vielleicht sollte ich mal ein Foto in den Discord packen. Apropos, kommt in den Discord. Gedöns. So, das ist schon mal ganz gut. Dann brauchen wir einen Ultra-Widescreen. Einen gebogenen. Der ist, glaube ich, zu lang. Der hier macht es ganz gut. Von den Büchern, ich muss die Stromrechnung bezahlen. Cider. Aber Cider hat doch normalerweise nur so 4,5%, oder? Ich dachte, du holst mir jetzt einen Cider. Da habe ich auch noch welchen da. Jetzt habe ich auch Bock. Von mir ist. Hallo, du bist nicht gemeint. Aber bald kann man wieder mein Buch kaufen. Man kann mein Buch schon vorbestellen. Das nächste, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf hier, den Titel. Es ist That. Effing. That. Ich weiß, soll ich es lieber nicht sagen. Dann muss ich zumindest spätestens auf YouTube. Aber egal, ich bin ja sowieso noch irgendwie irgendwo monetarisiert. Und man kann es. ASMR. Warte, ASMR-Schluck. Dead? Bats. Bats. B-E-T. Die Wette. Diese verdammte Wette auf Deutsch. Aber gleich wieder Plot Bunny. That, diese verdammten Toten oder Untoten. That effing dead. Das wäre lustig.
Ah, so, das machen wir schwarz, weil meiner ist auch schwarz. Hat eigentlich einen silbernen Fuß. Huch, nee. Warte. Ah, kannst du ja mal in die Kamera halten, denn ich habe schon den Probedruck. Warte mal, ich sehe nicht, ob ihr es... Da. Achso, das müsste jetzt... Ah nee, jetzt ist es sogar richtig rum. Ich halte es mal zu. Aber das ist das Titel, das Cover. Hier ist ein richtiges Buch. Tada. Und tatsächlich... Ja, genau. Ist nicht richtig rum? Für mich ist es richtig rum. Ach nee, für mich ist es nicht richtig rum. Ich sehe es im Spiegel, deswegen graf ich es nicht. Warte. Chaos-Stream heute. Transformieren. Horizontal spiegeln. So, jetzt ist es wieder richtig rum für euch. Tada! Da. Und ihr seht meinen Namen hier oben. Fanny G. Remus. Aus Gründen. Das ist eine Spicy Romance mit sehr viel Spice. Tatsächlich. Gustav, ja. Gustav. Der Nippelblitzer. Nein, das ist nicht sowas. Es ist kein Erotikbuch. Es ist eine Spicy Romance. Sonst hätte ich einen männlichen Nippel drauf gemacht. G-Punkt. Ja, das ist doch mit Absicht so ein Joke. Also tatsächlich ist es Teil meines Vornamens, meines zweiten Vornamens. Das ist immer noch mein richtiger Name. Es ist immer noch kein Pseudonym. Aber ich habe den G-Punkt gefunden und ich werde ihn ausreizen in diesem Buch. Hoffentlich. Bäh. Jetzt habe ich mich bekleckert. Oh Gott, hoffentlich sieht man es nicht. Ja, man sieht es nicht. Sehr gut. Ich habe zu schnell gekippt. Ah. Ich habe zu schnell. Ja. Oh Mann. Soll ich jetzt aufstehen, damit man sieht, was ich hier mache? Ah, so. Contenance. Wir müssen uns wieder konzentrieren. So, meine Maus hat natürlich auch RGB. Ja, aber kauft mein Buch. Es lohnt sich. Ich mag es sehr, aber ich habe es auch geschrieben. Die sehen alle doof aus. Ich würde jetzt nicht aufstehen und ich habe mich nur bekleckert. Die sehen alle kacke aus. Dann nehme ich die hier. Die sieht am wenigsten schlimm aus. So, und die machen wir nicht hellblau, die machen wir schwarz, aber die ist halt eigentlich auch RGB-Beleuchtung. Stück Seife, ja. So, ich habe hier so ein breites Mauspad. Also so groß ist es eigentlich. Ich kann es ja kleiner machen. So, jetzt muss ich erstmal rausfinden, wieder, was welche Achse ist. Ja. Warte mal, das ist ungefähr so breit wie der Monitor. Das heißt. Nee, das ist Quatsch. Mach's ganz dick. Sind's heute gewaschen, sehr vorbildlich. Das habe ich mit dem alten auch schon mal gemacht, aber das neue habe ich noch nicht so lange. Das ist sehr cool. Weil mich das an Tokio erinnert. Ja, das kommt hin. Weil das hier, das ist so ein Mädel im Schirm, warte mal. Das kann ich euch zeigen. Erstmal die Krümel runterschütteln. Hey. Hier, das ist so ein Bild, von der Großstadt. Das passt auch sehr gut halt zu meinen Sci-Fi-Büchern. Und aber halt auch hier ein Mädel mit so einem durchsichtigen Schirm. Das bin ich nicht, aber es gibt ein Foto von mir. Ich hab nur den Mund. Aber wieso kannst du da nicht gucken? So, ich halte es nochmal hoch für den Fall, dass du es nicht gesehen hast. Es gibt nämlich ein Foto von mir, weil wir auch eines Abends durch Tokio gelaufen sind mit einem durchsichtigen Schirm. Was voll cool ist, weil man dann auch bei Regen Sightseeing machen kann. Und deswegen erinnert mich diese Matte ein bisschen daran, wie dieser Abend in Tokio waren. Und das finde ich sehr cool.
Und ich habe hier noch so eine Auflage hier für die Handgelenke mit Mr. Squishface. Squish, squish. So, ein schwarzes, ja. Ja, das ist jetzt halt die Frage hier. Hallo? Achso. Ich habe gerade auf OBS rumgeklickt, um da ins Spiel zu kommen. Weil das ist halt bunt, aber das ist schon so blau, lila. Ich mach mal ein bisschen mehr blau. So. Ich mach mal Discord aus. Das war Steam. Discord ist schon aus. Das war Steam, was da bimmelt. Ich kriege irgendwelche Errungenschaften. Das Bimmeln ist Steam tatsächlich. Aber wieso hört ihr das? Ist das auf dem Game drauf? Naja, keine Ahnung. Eigentlich solltet ihr das nicht hören. So, das sieht aber gerade aus. Wäre das noch schief. Das mag mein innerer Monk nicht. Das ist wirklich immer alles gerade. Auch im echten Leben. Das geht aber nicht so richtig. Bisschen anstrengend. So, die Maus kommt hier hin. So, jetzt die Tastatur. Ich habe halt eine coole Tastatur. Huch, ich habe drauf gedrückt. Da eine mit runden Knöpfen. Und die hat sogar Emoji-Keys. Pop-Key. Kann ich empfehlen. Hat Brown-Switches, glaube ich. Ja, Brown-Switches. Gibt ein nices haptisches Feedback. Habe ich ganze Bücher schon mitgeschrieben. Kauft's nicht? Könnt ihr mal die neuen Genshin-Codes schicken? Gibt's da schon wieder Codes? Also die vom Livestream habe ich schon. Sogar Jack ist nur genervt, weil das laut ist, wenn ich schreibe. Aber ich mag den Sound. Moment. Das hört sich jetzt noch ein bisschen anders an, weil wenn die auf dem Tisch steht, dann ist es noch ein bisschen lauter, aber ich glaube, das filtert mein Mikro raus. Hört nichts. Ja, das sind halt so Dinge, die mein Mikro rausfiltert. Neue. Achso, ja, neue nehme ich gerne. Kannst du mir gerne schicken. Jede LED, wow. Was ist denn dabei zu tun? Ich nerv das gar nicht, aber ich höre das auch einfach nicht. Wenn ich schreibe, dann bin ich in der Zone und dann kriege ich gar nichts mit. Ich mache mir meistens sogar so ein weißes Rauschen drauf. Ich glaube, das ist die kleinste. Ich meine, ich kann die ja auch ein bisschen kleiner machen. Aber ich glaube, es ist die, die am ehesten hinkommt. Ich pack die mal hier so drauf. In der Zone ist es nicht. So, das ist es auch nicht ohne numerischen Block auf alle Fälle. Na, das ist ja hier eher so eine Apple. Nee, die wollen wir nicht. Wenn ihr Apple nutzt, alles super. Alles gut. Nee, so eine Tasten habe ich auch gar nicht. Also das ist, also habe ich schon, klar. Aber die sind alle sehr eingerückt. Also ich muss so eine kompakte nehmen. Ups. Nee, das war richtig. Hier wollte ich lang. Kann ich hier schon wieder nicht rumasen. So, welche ist denn eher... Ja, ich glaube, die hier. Ja, die sind, also die unterscheiden sich ja nicht so sehr, aber. Das ist halt so türkis-lila, das ist jetzt die Frage. Aber ich glaube, das Türkise, weil das ja oben ist. Aber nicht so mintig. Mehr Türkis. Ja, ungefähr so. Okay. Und die sind weiß und gelb. Aber dann würde ich jetzt mal gelb nehmen. Hallo. Nicht so dunkel. Würde ich jetzt mal gelb nehmen, damit das halt so ein bisschen so aussieht. Und eigentlich ist sie rund. Und ich mache sie noch ein bisschen kürzer. Nee. Achso, nee, das ist ja die Höhe. Verwirrt mich. Und ein bisschen kürzer. Jo. So. Aber so eine Armrests haben die nicht, ne? Das sind hier nur die Mauspads. So, und Handy, ganz wichtig, das muss natürlich auch hier liegen. Huch. Achso.
Das liegt hier immer. Das habe ich immer dabei. Wenn ich Dings. Hä? Komm schon. Irgendwie manchmal. Die wissen schon, ob wir einen Center-Knopf haben, der auch nicht geht. Hallo? Bin ich schon im Center? Nein, gut. So, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Bisschen schief vielleicht. Meine Handschrift ist auch furchtbar. So, weil früher in meiner Jugend voll professionell Fanfictions geschrieben. Cool. Jeden zweiten Monat mit 40k Wörtern. Heute kriege ich nicht mal eine Mail geschissen. Aber ja, voll gut. Also Fanfiction sind ja für viele der Einstieg in die, ins dann selber eigene Geschichten schreiben. Habe ich tatsächlich nicht gelesen. Aber habe ich selber in meinem Kopf natürlich ganz viel gemacht früher. Aber ich habe es dann nie aufgeschrieben. Sieht schon mal ganz gut aus, ne? Finde ich auch. Jetzt müssen wir hier noch ein bisschen den Hintergrund. Eine Webcam gibt's nicht irgendwie. Weiß nicht, ob das hier noch irgendwie bei dem Gedöns dabei ist. Nee. Ah, einen Controller muss ich mir noch hinlegen. Aber eigentlich einen Xbox-Controller. Naja, gut. Aber der ist zumindest. Ich weiß nicht warum. Ach so. WASD geht nicht, weil ich die Tastatur ausgemacht habe. Ja, so ein Tag ist heute. Ach so, das hellblaue. Nee, das ist nichts blau. Das ist alles weiß. Und die Tasten sind. Das ist alles schwarz. Also ich weiß, es ist der falsche E, aber so kommt es am nächsten ran. Der ist auch ein bisschen groß. Nee, passt schon. Den mal ein bisschen kleiner. Nein, nee, dünner nicht. Das ist ja. Der ist ja ein bisschen chubby eher, der Xbox-Controller. So. Und so, weil der ist hier. Auf so einem, eigentlich auf so einem Handyständer, aber. Gut, jetzt ist er ein bisschen zu groß, ne? Nee, hä? Stimmt, er muss kleiner sein als die Tastatur. So. Ja, das ist immer noch ganz schön groß, aber die Tastatur ist auch schon ganz schön klein jetzt. What is this? A controller for ants? So. Ja, Webcam und sowas gibt's wahrscheinlich nicht. Aber ich habe da gerade so ein Professional Equipment gesehen. Hier? Nee. Ich gehe nochmal hier. Ja, genau, hier ist halt so eine große Kamera und sowas. Sowas habe ich ja alles nicht. Das wäre dann wahrscheinlich so in die Webcam. Aber das habe ich ja nicht. Oh, Klimaanlage. Die habe ich tatsächlich. Hier genau, hier ist das ganze kleine Gedöns. Ich nehme eine Dose, weil die habe ich ja wirklich gerade hier stehen. Dokumentarfilme. Dein Rechner, nein, dein Rechner müsste hier kommen, aber das ist jetzt hier nicht drin. So, Pflänzchen mache ich auch noch. Das sind alles Kunstpflanzen übrigens. Und genau, so ein Regal hier, so ein fancy Regal will ich noch hinter mich machen. Ach, jetzt kann ich schon wieder nicht. Jetzt weiche ich jetzt ein bisschen ab von der Realität. Das finde ich auch ganz schick. Nee, das hier wollte ich. Das ist mir ein bisschen groß, aber das kann ich ja gleich nochmal ein bisschen kleiner machen. Jo. Nee, dünner muss es nicht sein. Das passt. Hier. Ja, das finde ich gut. So, das können wir dann nochmal befüllen. Und das hier will ich noch irgendwo hinmachen. Aber WASD geht auch nicht, während ich. Das geht schon wieder gar nicht. Das hakt manchmal ein bisschen. Oder ist das nicht. Doch, das ist aber an. Vielleicht, wenn das hier offen ist. Ah, kann sein.
Wo mache ich denn das hin? Das mache ich hier hin. Regale. Regale. Das mache ich aber ein bisschen größer. Größer ist mehr. So, aber so, dass es quadratisch größer wird. Noch ein bisschen. 30. Jo. Na. Das ist ganz schön. So. Da kommt dann nur noch TÜNEF. Und jetzt wäre so Beleuchtung halt cool. Ah ja, guck mal an hier. Sogar Nanoleafs, also wenn die das nicht bezahlt haben. Ich habe ja hier auch so ein paar hinter mir, die könnt ihr aber immer nicht sehen, aber die sind jetzt stellvertretend hier für meine Galaxie. Aber wie mache ich denn das jetzt? Nee, da muss ich das nochmal bewegen. Kann ich das drehen? Oder ich muss so. Und dann so. Und so. So, jetzt mach bitte bunt. Die kann ich bestimmt auch anmachen, oder? Nein. Funny not likey. Ich will, dass die aussehen wie da. Ich protestiere aufs Heftigste. Warum sehen die nicht so aus? Nee. Vielleicht nicht ganz so toxisch. So. Das mag ich nicht. Machen wir mal Galaxy hier. Nee, das ist mir ein bisschen zu. Ja, sieht halt nicht so geil aus. Die alten Storys gefunden. Ah, geil. Kannst du ja auch mal, also zumindest einen Ausschnitt würde ich gerne mal lesen. Das ist schon sehr witzig. Wie groß ist denn das hier? Ah, das ist aber eher für die Wand, ne? Weil ich habe das ja hier vor mir stehen, auf so einem Standfuß. Das sind so Einzelteile. Das sind einzelne, guck mal. Ihre 50 Möbel, das finde ich besser. Dann machen wir uns jetzt die Mühe. Und basteln hier mein. Ungefähr, ich habe auch noch Dreiecke, deswegen. Aber wir basteln jetzt hier was Buntes. Diese Nanoleafs, ja, die sind schon nicht. Das stimmt schon, die sind nicht absolut günstig. Aber wir haben da tatsächlich welche. Also, wir haben jetzt schon. Und an drei Stellen in der Wohnung welche, weil die auch echt schönes Licht machen. Und man spart sich dafür halt auch wirklich die Lampen. Und ja, was du gerade schon gesagt hast, die können auch hart nerven. Also manchmal verbinden die sich einfach nicht. Oder irgendwelche Updates und dann ist alles zerschossen. Bei dem hier hinter mir war der Controller kaputt. Da müssen wir, glaube ich, zweimal irgendwie einschicken, bis wir da jetzt einen haben, der funktioniert und so. Also Das ist nicht komplett alles Plug and Play und läuft, aber trotzdem machen sie ein schönes Licht und machen coole Sachen. Also ich habe auch meinen UV-Garten, den ich jetzt habe, da habe ich auch so welche rangeklebt mit so einem ganz blauen Licht. Das ist zwar jetzt kein Schwarzlicht, aber die Farbe reagiert auf dieses blaue Licht genauso. Und jetzt habe ich halt so angemalte Plastikblumen mit so einer Schwarzlichtfarbe, die halt sehr glühen in diesem blauen Licht und das sieht sehr cool aus. War tatsächlich noch die günstigste Variante, ohne jetzt da irgendwie Schwarzlicht anbringen zu müssen. Und dass es halt irgendwie schön aussieht. So, ich mach mal hier noch so eine Lampe hin. Das passt zwar nicht ganz, aber das tut's auch irgendwie. Und das ist ein bisschen gelber. Weil ich habe hier auch so ein gelbes Licht. So, ich bin schon wieder abgelenkt worden. So, ich guck mal, was ich hier für ein schickes Muster mache. Vielleicht auch so ein bisschen Galaxy-artig, damit es so ein bisschen so tut, als ob. Keine Ahnung.
Ein Luftballon? Nee, danke. Nee, das sieht doch doof aus. Nein, ich mach keinen Luftballon. Mach hier noch so ein paar Wurmfortsätze ran. Hier? Oder mache ich den komplett? Nee, das ist besser. Ich meine, ich könnte es ja auch so machen, aber... Oder mal so? Nee, so ist besser. Jetzt zählt er gleich durch. Nee, bei den neuen kann man echt viele daran machen. Den weg? Okay. Dann würde ich sie aber alle noch ein bisschen runter... Nee, egal. Nee, passt schon. So. Und jetzt... Nee, warte, ich mach die Farben danach. Gelb. Noch eine Bestellung, was denn? So ein Grün. Ja, so ein gelbes Grün. Hallo? So, und dann machen wir jetzt so ein richtiges Grün. Achso, das Muster sieht gut aus. Nee, mach mal ein richtiges Grün. So. Das ist doch nicht grün, Leute. Willst mich rollen hier? Das ist grün. Ja, okay. So. Dann, ja, schon so ein bisschen ins Bläuliche rüber. Achso, warte mal. Hahaha, ich mach's mir einfach. Kopiere mir hier den Code. Ups. Und gehe dann einfach weiter ins Blaue. So. Halt. Crack, ne? Das ist unglaublich. Fanny Remus, Programmiererin. So, jetzt ein bisschen noch blauer. Ist es jetzt? Nee, das ist doch das, was ich vorher hatte. Oder? Keine Ahnung. Meine Remus hat keine Ahnung. So. Jo. Noch blauer. Jep. Nein! Ach. Was ist denn hier? Ah ja, okay. Musst du noch ein bisschen nachladen. Noch blauer. So, ja. Das reicht uns nicht. So, Steuerung C. Ups. No. Nein. Steuerung V. Und dann oben gehen wir ins Lila über. So. Und noch ein bisschen lilana. Halt. Und noch ein bisschen lilana. So. Jetzt haben wir diese Farben hier nachgestellt. Das mag ich. Lilana. Ja. Mehr Lila. Das ist schon mal nach meinem Gusto. Jetzt ist die Frage, Wand weiß lassen oder Wand bunt machen? Ich meine, das machen wir noch anders, das machen wir noch anders, das machen wir noch anders. Der Stuhl wird auch noch anders. Den Stuhl können wir vielleicht schon mal machen. Also mein Stuhl ist halt schwarz mit Jinx drauf und blau und pink. Aber vielleicht mache ich pink und blaue Armlehnen wenigstens. Die mit dem roten Stuhl. Hier. So hellblaue Armlehnen hier. Achso, das ist der Stuhl unten. Naja gut, aber das haben wir dann. Das ist das. Hier, das ist dann zumindest der Spirit von meinem Stuhl. Blau mit pinken Armlehnen. Ja, ich guck.
1-8-A-6-D-A. 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 Willkommen in meiner Welt, wie ich mir Dinge merke. Oh, die letzten beiden Dinger sind oben drin, ne? Ich hätte es mir gar nicht mehr... Ah, ich hab's schon wieder falsch gemacht. So. Ja, so. Du hast das Ausrufezeichen vergessen. Ja. Kann ich den Monitor auch anmachen? Ja. Oh, das finde ich schön. Das gefällt mir. Aber was mir noch nicht gefällt, ist, dass der Stuhl... So, das ist besser. Ja. So, und jetzt liegt hier noch ganz viel Tinnef rum. Aber ich wette, die haben kein Krönchen. Das ist voll unauthentisch. Mal also gucken, dass ich das irgendwie hinkriege, dass das hält. Eine Weile geht das wohl so. Wie sehe ich aus? Das ist schief. Aber wie kann ich denn das... Ja. Hä? Moment. So. Warte, wenn ich es ein bisschen verlängere vielleicht. Oh Gott. Ach ja, diese Dinger. Nein. Diese Krone ist viel zu groß. Ja, das wird nicht lange gut gehen. Aber ich probier's mal. Solange es geht, wird es wunderschön sein, Spiel. Aber mein Krönchen. Ah, ich setze den ganzen die Krone auf. So. Habe ich eine Lampe hier? Nee, nur die. Und halt die großen Lampen. Ja, nee, passt schon. Das passt. Okay. Ja, Queen. Finde ich ja auch, ne? Deswegen, das muss schon sein. Das muss schon sein. So. Okay. Mein Schreibtisch ist tatsächlich holzfarben. Aber weiße Schreibtische finde ich auch nicht schlecht. Holz. Wie kriegt man denn Holz hin zum Henker? Ja, vielleicht so. Ein bisschen heller, ein bisschen heller. Das ist ein bisschen zu rot. So ungefähr? Das kann man slayern. Hey. Ich es einfach komplett im Ohr habe. Und die tatsächlich sind die Dinger schwarz. Die Beine heißt es. Oh Gott. Vorsichtig. Vorsichtig. Ich muss ganz gerade sitzen. Wie es einer Krone gebührt. Ich es einfach so gar nicht hinkriege. Moment. Nee, das geht nicht. Also mit dieser Krone geht es nicht. Ich meine, ich habe ja noch zwei andere. Säuft er mir einfach meinen Apfelsaft weg? Hey! Gib jetzt das Zeug her. Ja. Seht ihr, was ich hier aushalten muss, ja? Ja, ich bin die Normale in dieser Beziehung. Was übrigens nicht stimmt. Hey! Jetzt, ich muss diese Krone abnehmen. Ah! Ich finde es übrigens sehr gut, dass dieser Stream irgendwie zu meinem geistigen Zustand heute passt. Ah! Warum sind die denn... Nicht so einfach, das hier zu verstehen. Aber ist ja ganz gut, sonst würden sie ja ständig rutschen.
So, jetzt muss ich hier wieder meine Löckchen vorholen. Damit die nicht zwischen mir und meinem Hörvergnügen klemmen. Guten alten Kopf. Ja, stimmt, das stimmt. Die sind wirklich noch sehr gut. Vielleicht aber, wie wäre es denn, wenn wir das einfach in dieser Farbe machen? Weil ich finde die eigentlich ganz schön. Ey, wenn ich könnte, wie ich wollte, dann hätten alle, also dann wären alle meine Möbel irgendwie bunt. In irgendeiner Farbe. Und ich könnte das nur nicht. Kann das nur nicht. Viel länger als dich. Ja, ich kann das nur nicht, weil Zuckerjack nicht will, tatsächlich. Aber ich will das aber in grün. Ja. Oder wenn du noch ein bisschen in die Richtung? Nee. Nee, das war gut. Ja, nee, weil Zuckerjack will keine bunten Möbel. Oder nicht so viele. Wir haben schon bunte Möbel. Er hat schon ein Einsehen mit mir gehabt. Erinnern Sie der Farbe von 50 Möbel? Man muss in einer Ehe Kompromisse machen, ja. Wir haben uns ein graues Auto gekauft. Fanny hat die Farbe ausgesucht. Das stimmt. Aber das war auch die schönste Farbe. Weil da unten halt ein graues, sowieso graue Applikationen dran sind. Und dann sah das am besten aus. So. Den Schreibtisch will ich noch ein bisschen heller machen, tatsächlich. Ja, so. Die sind silber, ja genau, das ist halt silber und das ist deswegen. Aber bei Fenstern finde ich tatsächlich weiß am besten, muss ich sagen. Das finde ich immer komisch, wenn die eine andere Farbe haben. Aber wir machen ja die Wände noch irgendwie bunt. Irgendeine Wand muss ich noch Petrol machen. Ich liebe Petrol. Aber die Frage ist, die Wand Petrol wird jetzt zu viel, glaube ich. Das würde ich weiß lassen, aber vielleicht dann so Papier. Diese Lounge-Wand. Hier. Aber was ist denn am ehesten? Das hier, ne? Ist am ehesten Petrol. Guck mal an. Mustertapeten. Das finde ich auch schick. Das ist ganz schön grün für Petrol. Ich hätte ja gerne Klabustertapeten. Ignoriert den komischen Mann. So, dann machen wir das so. Und die Ecke. Oh, das erinnert mich an Hausflipper. Das spiele ich auch sehr gern. Tatsächlich. Nee, hat's nicht so mit Farben? Weißt du, was Klabusterbeeren sind? Nein, wir reden jetzt nicht über Klabusterbeeren. Nein. Ihr könnt das googeln, wenn ihr das wollt. Wir reden jetzt hier in meinem Stream nicht über Klabusterbeeren. Du bist demnächst ausgesperrt, wenn du so weitermachst. Tut's nicht. Zumindest nicht in der Google-Bildersuche. Okay, das ist mir auch ein bisschen zu krass, aber irgendwie ist es auch schön. Und jetzt muss ich halt gucken. 50 Wände malen. Das ist ganz schön hässlich. Erst säuft er mir mein Zeug weg und jetzt macht er selber eins. Auf. Ich verlange einen Schluck, ne? Ich hab's gegoogelt. Ja, nicht googeln. Das ist lieber keine gute Idee. Das ist süß. Das ist tatsächlich eine Tapete, die ich mir auch im wahren Leben ranmachen würde. Das finde ich schön. Das sieht aus wie ein Kinderzimmer. Das mag ich. Ich glaube, das ist da wie ein Raufaser. Raufaser. Schön. So. Dann hätten wir die Wände auch. Ich mag das hier, dass es so bunt ist. Aber ich glaube, ein gelbes würde besser passen. Jetzt auch weghand hier. Gelbes Regal? Also so ein richtig gelbes. Wieso ist das so dunkel? Ja, guck mal an hier. Das ist super.
Aber so eine graue Wand wäre dann vielleicht auch ganz cool bei der ganzen Farbe, oder? Okay, grau haben wir nur diese? Nee, das überzeugt mich nicht. Das hat auch was. Ist es so dunkel? Bitte nicht da, das bin ich gerade. Wieso? Was ist los? Achso, wegen so, was du gegoogelt hast. Ja. Es gibt auch diesen Panda, der in diesem Büro steht und auch Rage Panda ist. Das ja, kannst du machen. Nee. Jetzt nicht. So. Das finde ich gar nicht so schlecht hier mit dem Dunklen, muss ich sagen. Wenn man jetzt noch Regen anmacht. Cozy. Oh, es ist cozy. Wie das Augenkrebs. Ja. Kauf keine Bücher, sondern kauf die Farbe. Kauft meine Bücher. Ich verspreche euch, dass ich keine Farbe kaufe. Oder wenn ihr wollt, dass ich Zuckerjack nerve, dann verspreche ich euch, dass ich Farbe kaufe. Pflanzen. Ja, nee, ja. Pflanzen kommen noch. Also die ganze Einrichtung, es kommt, also die ganze Tünnef. Tatsächlich ist es so, dass ich persönlich viele, viele Plastikpflanzen habe. Weil sie mir sonst wirklich verrecken. So, ups. Ja, kleiner. Kleiner. Noch kleiner. Tiny. Tinier. So tiny. Na, hallo? Wende? Danke. So. Was ist denn hier los? Wieso ist Nippel sich so? Ach so rum, okay. So. Manchmal geht's aber auch nicht. Danke. Das gefällt mir aber schon ganz gut hier, muss ich sagen. Ich muss jetzt hier kurz nochmal wieder Licht anmachen. Das ist hübsch, aber das ist ein bisschen groß. Achso, war richtig. Ja, das nehmen wir. Es wird hier hinten in der dunklen Ecke halt auch verrecken, aber das ist einfach Kunst. Top. So, und hier würde ich auch gerne so eine kleine Pflanze oder so eine kleine Figur. Ja, das ist lustig. So, die nehmen wir noch. Wo kommt denn die hin? Ah, die kommt erstmal hier, die muss ich noch kleiner machen. Der ist schick, den nehmen wir auch. Und die muss natürlich auch mit. Die kommt hier noch hin, aber die mache ich vielleicht auch noch kleiner. Ja doch, warte, ich habe eine Idee. Das ist eine sehr dünne Pflanze. Eine sehr flache Pflanze. Das ist ziemlich witzig. Guck doch mal, wie klein die ist. Nee. Voll süß. So, dann kommt die nämlich hier mit hin. Das machen wir jetzt mit der hier auch nochmal. Die gibt's hier nicht. Jemand, den Breitmaulfrosch will. Obst du the Background Music? Ja. Finde ich auch gut. So. Guck mal, wie wohnlich das aussieht. Irgendwie hätte ich jetzt gerne hier noch ein Fenster. Oder ist es dann zu viel? Schauen wir mal. Kann ich das? Ach nee, das muss ich hier machen. Ne? Dafür vielleicht das nicht. Gott, jetzt hätte ich beinahe auf Dings gedrückt. Jetzt schon zu viel.
Ja, nee, das mit der Tapete sieht wirklich nicht gut aus, da habt ihr recht. Nee, so um die Ecke, das finde ich ganz cool. Wieso liegen auf einmal hier so auf dunkle Tapete? Normalerweise mag ich es doch immer hell und bunt, aber irgendwie gefällt mir das gerade mit der dunklen Tapete. Aber ist das gut? Nee, ich würde sagen, das ist nicht gut, ne? Ups. So, Goss, schwarze Wände in ihrer Bude. Ich glaube, schwarze Wände, das wäre mir, glaube ich, dann auch nix. Ups, wieso habe ich denn jetzt hier Wände gemacht? Das wollte ich. So, ja, dann machen wir hier noch ein Bild hin oder sowas. Warte mal, hier. Art. Ich habe echt gerade auch Bock, noch mal eine Runde Powerwash Simulator zu spielen. Jetzt verkauft sie Gold. Ah ja. Das finde ich ganz süß. Wow, das ist groß. Ich meine, nur ein bisschen kleiner. So, ne. So, das ist flacher. Ja, ein bisschen flacher kann es auch werden. Das schadet nichts. Jo, besser. Dann kann man hier so ein bisschen... ne, das nicht. Das hier vielleicht. Der ist mir aber auch zu groß noch. Und irgendwas habe ich, das fand ich noch ganz cool. Oh, wow, das ist auch riesig. Damit ist mal alles kleiner. Na, noch ein bisschen, nur 50. So, Schmetterchen. Und das machen wir auch. 50. So. So, warte mal. Wie ordnen wir das an? Ups. Das war C, das wollte ich gar nicht. Gefällt mir schon ganz gut, aber da muss noch ein anderes kleines hin. Ja, genau, hier so, ne? In die Richtung. Aber Schmetterlinge. Fliege, das hier finde ich ganz cool. Wir haben aber auch einen ganz guten Job gemacht, so Dinge zu finden, die auch gut aussehen, wenn man sie nur in eine Richtung dünner macht oder schmaler macht. So, und das muss noch kleiner hier. Ja, machen wir minus 66, vielleicht ist es der Sweet Spot. Na. Jo. So. Na, das ist doch was. Das finde ich sehr schick. Kann ich das hier noch? Nee, da kann ich die Farben aber nicht ändern. Das wäre noch cool gewesen. So. Musikinstrumente. Ja, Boxen könnt ihr höchstens noch. Also hier, guck mal. Ja, das machen wir mal. Noch hier die Dinger. Weil die habe ich ja. Mikro wäre auch noch cool. Wieso kann ich ihn jetzt schon wieder nicht bei WASD? Ich verstehe es nicht. Warum nicht? Manchmal geht's, manchmal nicht. Irgendwas? Achso, wenn ich hier drauf bin. Die sind bei mir grau. Alles grau in verschiedenen Stärken. Was ist jetzt hier noch? Das kann so bleiben. So.
Mikro haben sie, glaube ich. Ach, hier ist ein Mikro. Ja, passt nicht ganz, aber geht schon. Dann mache ich das hier hin. Die hängen eigentlich über dem Mikro. Aber das geht wahrscheinlich nicht. Ja, nee, geht nicht. So. Na. Ja, jetzt bräuchte man nur noch die Webcam. Das ist ein bisschen doof, dass es da keine gibt. Die Lametrik. Wow. Ist riesig. Aber die kann ich dann auch hinter mich stellen. Aber so ein Ding haben wir tatsächlich. Aber die müsste ein bisschen kleiner werden. Ja, gucken wir mal, wie minus 30 ist. Ja, kann ruhig noch ein bisschen. Nehmen wir mal. So. Nee, Shift. So, wo dann immer so durchläuft, wie viele Follower man hat und so. Aber kann ich auch nicht anmachen. Was ist das? Also das sind hier so Lichtschalter und sowas. Aber nicht. Auch schon eine Uhr. Haben wir, das haben wir. Aber mal hier, hier war der TÜNEF. So, wir brauchen natürlich Bücher. Sehr viele Bücher. Nee, stimmt nicht. Ich habe die jetzt nämlich so angeordnet, dass die hinten stehen. In meinem Bücherregal. Und was tatsächlich grau ist. Und das ist allerdings im Schlafzimmer. Ja, nee, das stimmt gar nicht. Ich erzähl Quatsch. Seit 2 Wochen ist es nämlich nicht mehr im Schlafzimmer. Wir haben jetzt umgeräumt und unsere Bücher, also das Bücherregal steht noch da, wo es vorher war, aber unser Schlafzimmer ist einfach woanders. Das Bücherregal steht jetzt in der Werkstatt. Das ist immer noch so lang. So. Das ist hier nicht der Sub. Stapel ungelesener Bücher. So, mehr Bücher. Passt gar nicht rein, muss ich kleiner machen. Nee, das, so muss es gar nicht unbedingt kleiner. So auch nicht. So muss es kleiner. Damit es reinpasst. So, das habe ich hier unten schon. Ach nee, das ist nur ein längeres noch. Okay. Nee, ja, danke. Kann man jetzt auch jedes einzelne? Nee, ich dachte schon, man kann jetzt ja auch jedes einzelne Buch nochmal. Oh, ist aber auch riesig hier. Alles kleiner. Ist da ein Schloss nebenbei? Schloss? Ja, du hast recht, aber warum ist es da? Oder das nächste ist dann auch so? Nö. Keine Ahnung. Ja, es wäre schon praktisch, wenn es gleichmäßig, aber... Don't know. So, jetzt nochmal die hier. Auch wieder dünner machen. Dünner. So. So ein Autochen. Wir haben zwar nicht dieses Auto, aber wir haben Autos. Wir haben auch Figuren. Oh Gott, das ist Kratos. Das ist der Lebkuchenmann. Das ist ein heller Spider-Man. Und das ist, weiß ich nicht, auch ein Superheld. Aber die würde ich hier auch mal reinmachen. Wir haben halt auch 4 Figuren. Ja, Sweet Summer Childs. Einer muss kleiner sein, weil unser Cloud ist ein bisschen kleiner. Sehr flach. Süß. Schön. So eine Schwerte haben wir nicht. Stifte haben wir auch nicht. Wow, das ist groß.
Und Signy das Buch von Fanny zu kriegen. du kannst, also für dich, Hollow, würde ich das tun. Wenn du Bescheid sagst, 23k. Du kannst, also erstens kannst du es bei der Buchhandlung Graf vorbestellen, dass du es signiert bekommst. Aber du kannst auch gerne deine Kanalpunkte einlösen und mir dann deine Adresse schicken. Und dann schicke ich dir ein signiertes Buch zu. Dann wissen wir, wo du wohnst. Okay. Ja, das können wir auch gerne machen. Dann kommst du dann mit einem Stapel Bücher irgendwann, den ich dir signieren muss, jetzt noch. Ich bis dahin schon ganz viel veröffentlicht habe. Ganz, ganz viel. Weil also spätestens in Q1 2024 kommt das nächste. Ich zähle dumm. Stimmt, du hattest ja irgendwie. Wow, das ist auch riesig. Jetzt skalieren wir alles runter. Haha, die Erde ist flach. Ich hab's gewusst. Entschuldigung. Gott, nicht, dass ich jetzt hier irgendwelche Flat Earther oder so anziehe. Das wollen wir nicht. So. Bup. Das machen wir jetzt ganz klassisch. Eins kleiner machen. Ja, auf die Gamescom wahrscheinlich eher nicht. Leipziger Buchmesse. Da können wir uns treffen nächstes Jahr. Da bin ich bestimmt wieder. So. Haben wir hier vollgetüdelt. Finde ich schön. Das Bett, da können wir bestimmt noch eine andere Farbe machen. Haben wir denn auch nicht? Dokomi? Nee, bin ich auch eher nicht. Also das Problem ist halt, ich mag Messen nicht. Ich habe so eine natürliche Abneigung gegen Messen als absoluter Introvert. Buchmessen will ich aber mitnehmen. Weil ich... Ich hab's nicht grün gemacht. Es ist dunkelgrün. Nein, ich trau mich nicht. Machen wir nochmal eine schöne blaue Bettwäsche. Oh, das sah gerade ganz gut aus. So. Das ist doch hübsch. Hollow has left the chat. No. Nee, genau. Also ich bin nicht so gerne auf Messen unterwegs, aber auf den Buchmessen bin ich halt unterwegs, weil es mir was bringt. Also Frankfurt mache ich nicht mit, das ist mir zu groß. Aber jetzt in Leipzig halt und jetzt auf der Buch Berlin am 30.09. stöbere ich auch rum, keine Ahnung. Da bin ich auf alle Fälle. Deswegen könnt ihr mich da auch gerne jederzeit anquatschen, falls ihr da seid. Aber deswegen bin ich jetzt auch nicht auf so zusätzlichen Messen wie Dokomi und so. Auch wenn da viele Leute sind, denen ich folge, tatsächlich. Weil ich halt relativ vielen Künstlern, Artists folge. Aber das ist, glaube ich, eher ein Bild, was hochkant ist, oder? Das fühlt sich so hochkant an, das Bild. Ups, achso, nee, das ist Quatsch hier. Das muss ich nicht. Machen wir mal hier auf 0. Wo ist denn die 0? Ich kann nicht mehr bis 0 zählen, ey. So, das fühlt sich sehr hochkantig an, das Bild. Starre ich nur für dort an. Nimm Buch ab. Ja. Zu dem Mann will Autogramm.
Dann ja, bin ich traurig. Wow, das ist sehr groß. Aber das machen wir kleiner. Wieso ist das so groß? Ah, minus 60, das passt doch. Willkommen. Das ist ganz cool. So, wird doch langsam wohnlicher. Ich glaube, hier batze ich noch eine Pflanze hin. Kann ich das hier so hinmachen? Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Schade. Größe, die wir haben. Die? Nee, die. So, guck mal, dann muss jetzt hier mal die Alibi-Hantel nochmal weichen. So. So. Yeah. Das gefällt mir. Mi gusta. Jetzt habe ich aber hier noch ganz schön viel toten Raum. Das kann ich schon wieder nicht. Jetzt. Pflanze ist unbedingt dem Tode geweiht. Es ist eine Plastikpflanze. Das ist eine Plastikpflanze. Läufer. Das ist nicht das, was ich mir denke. Ich könnte hier noch einen hinmachen. Aber nicht den, sondern den. Und das noch ein bisschen breiter gestaltet. Der ist sehr hochflorig. So und so. Ja. Oh. So, und den machen wir aber andere Farben. Das wäre nämlich zu sehr eine Arbeit. Wie wär's mit Giftgrün? Ich gehe ja schon. Blau. Und das andere dann hell. So ein helles Grau. Das werde ich in 3 Tagen. War schön mit dir. Ja, der Bonsai, der war aber irgendwann, also der sah ganz lange einfach ganz normal aus. Und irgendwann habe ich gesehen, dass der halt einfach tot ist. Also der hat sich einfach nicht mehr verändert. Der ist so ein bisschen bräunlicher geworden. Und das war's dann. Dann ist er irgendwann, ist eine Spinne eingezogen und dann haben die ihn mal weggeschmissen. Ja, das war nicht so von Erfolg gekrönt. Was ist denn das hier eigentlich? Ah! Nee, da machen wir natürlich die City hier. Oh ja, so ein Penthouse. Nice. Na klar, wo machen wir die City? Weil das hier will ja keiner. Aber das, nee, das ist schöner. Ja, hier, das ist so, in diesen Städten, in solchen Städten, ist das New York? Ich weiß gar nicht. Aber in solchen Städten auf alle Fälle spielen meine Bücher immer. Meine Großstadtromane. Make some noise. Lieber nicht, sonst bluten eure Ohren wieder. So, wollen wir jetzt noch eine halbe Stunde Powerwash Simulator spielen? Ich finde das schon ganz schick, so wie wir das jetzt hier gemacht haben, muss ich sagen. Nee, gut, das hier könnte man jetzt noch bestücken, aber... Ne? Vielleicht kann man hier noch so ein kleines Tischchen oder sowas hinstellen. Esstisch. Ja, hier sowas hier. Wie so ein Sideboard. Nee, die Höhe ist gut. So. Das meine ich. So. Cutouts. Da machen wir jetzt nämlich noch eine Farbe rein, natürlich. So. Und ein paar Bücher drauf. So. Und noch eine Pflanze. Die. Gucke mal. Ist das was? Ich esse einfach gar nicht. Lebe von Luft und Liebe. Nee, ich will die Pflanze.
Ach, oder beide. Warte, dann machen wir die ein bisschen kleiner. Sehr dünne Pflanze. Ja, ich weiß, ich mache den Witz immer wieder, aber ich finde es so lustig. So. Und stellen die dann noch damit dazu. Nee, so. So. Na, nicht die Blüten zur Wand. So. Und die muss noch ein bisschen kleiner. Jo. So. Das finde ich schön. Da muss noch ein Bild hin. Ein ganz kleines. Das hier finde ich cool. Das ist nicht klein. Ah, das machen wir gleich. Ah, kleiner. Dein hier. So. Winzige Plastikpflanzen. Wie die hier hinter mir, die ihr nicht seht. Alles Plastik. Plaste und Elaste. So, ups, achso, Kuh und ja, hier so. Das finde ich schön. Ach, das sieht aber, nee, das sieht aus wie eine Lüftung, das ist doof. Hier, winziger Schmetterling. Das finde ich gut. Ja. Ha, so, sehr schön. Weil kann ich auch nicht, nee, kann ich auch die Farbe nicht verändern. Das finde ich nice. Ah, noch so ein, warte mal, habe ich nicht so ein Puff gesehen? Ja, hier sind so Puffs. Den hier, den nehme ich. Ja, ja, ja. Stimmt, irgendwas Oranges haben wir noch nicht aus Gründen, aber das sieht ganz gut aus da. So. Na. Loungig. Das finde ich schön. Bilder kann ich leider nicht einfärben. Kleine Hunde müssen raus. Ja, einen Hund habe ich auch nicht. Also will ich auch gar nicht. Das will ich dem Hund gar nicht zumuten. Eine Sache, die kommt mir noch. Da kommt mir noch eine Idee. Ah. So. Ah. So. Ja. Weil wenn ich jetzt Regen anmache, ultra cozy. Bäh. Ultra cozy. Ja. Also tatsächlich, in so einem Zimmer würde ich mich wohlfühlen. Rollos? Gibt, glaube ich, keine Rollos. Rollo, ja. Nee, gibt's alles nicht. Ich wohne so weit oben, mir kann keiner reingucken. Hier guckt, der ist ja nur der Wolkenkratzer, ist hier auf Augenhöhe mit mir. Hä? Was? Ach, das sind Rollos hier. Ah. Ich dachte, das sind ganze Backdrops, aber so ergibt es natürlich mehr Sinn. Ne? Hier in der Ecke geht's nicht. Ist auch gar nicht unangenehm. Ey. So kann ich hier aber aufmachen? Nee, aber ja, ich verstehe schon. Ich verstehe schon. Nee, aber. Oh, du hast Fallermappen, da geht's. Ach. Ja, das ist jetzt. Ich bin schon wieder an so einem Punkt, wo ich das Interesse verloren habe. Ja. Oh, das ist eh schief. Man kann es auch noch ein Stück hochziehen.
Okay, aber jetzt wieder ein bisschen breiter. Hä? Ja, okay. Ja, jetzt müssen wir ein bisschen damit leben. Kann ich das jetzt aber nochmal... Das wäre cool, wenn ich das kopieren könnte. Jetzt muss ich sonst wieder... Na gut, hier. Schmaler. Ja, das, da müssen wir jetzt mit leben. Du passt schon. Das hier bleibt offen. Soll mich bitte alle beim Schlafen beobachten. Na, bei euch habe ich das nie. So, ich schätze mal, das ist jetzt gespeichert. Das finde ich schön. Beim Schlafen. Was ist denn hier mit Workshop? Achso, könnte ich jetzt hoch oder runterladen? Empty Room, Empty Room, Empty Room. Okay. Ah, ich kann verschiedene Räume machen. Ja, okay. Mag ich. Finde ich schön. Ah, jetzt ist es aber schon. Lohnt sich da noch eine Runde Powerwash Simulator? Ich weiß es gar nicht. Eigentlich nicht, ne? Ah, der Monitor ist hell genug. Nee, keine Lampe. Hier habe ich auch keine Lampe. Nur diese Dinger hier. Also die. Achso. Die hier halt. Und hier, ja, Tageslicht und so. Es gibt ja keine Decklampen, oder? Nee. Weil hier würde ich jetzt halt entweder so eine Stehlampe oder so eine Deckenlampe machen. Aber so hinstellen bringt jetzt nicht so viel. Ah, ich find's schön. Bisschen viben. Nee. Ach, Wochenboss habe ich schon ewig nicht mehr gemacht. Ich müsste vielleicht mal für Zhongli, ne? Aber nee, heute nicht mehr. Im Moment logge ich mich gerade nur ein, um die Primus abzuholen und um die Dinger zu machen. Um die Erkundungen noch abzuholen, damit ich dann diesen Monatspass machen kann. Welchen der Männer würdest du deiner besten Freundin vorstellen? Was? Welcher Männer? Ach, aus dem Buch. Ach ja, die 14 Männer. Ja, nein, obviously Fabian, der Love Interest ist, der Haupt-Love Interest. Der ist, glaube ich, so, wie ich gern sein würde. Und von den anderen... Die haben alle irgendwie einen Knall. Ach echt, ja, Fabian. Ich kann nicht pokern. Aber lustig, dass er so heißt. Fabian ist der Love Interest in meinem neuen Buch tatsächlich. Ein pansexueller Restaurator von Möbeln, der relativ... Ach, jetzt kriege ich das eh dahin. Also ich habe tatsächlich schon mal gepokert im echten Leben. Wir haben hier noch einen Pokerkoffer. Brauchst du einen Pokerkoffer? Wir hätten noch einen rumliegen. Der ist ziemlich schwer. Aber da ist komplett alles drin, was man braucht. Den wollen wir irgendwie loswerden. Ach, verdammt. Wenn jemand einen Pokerkoffer braucht, meldet euch. Auf meinem Discord. Ausrufezeichen Discord in Chat und dann kommt ihr dahin. Pokern jeden Monat mit der Familie. Na gut, dann bist du auf alle Fälle besser als ich. Vielen Dank, Zuckerdeck. Catch and Cook. Neues Update. Hab ich das schon? Ich hab's ja gerade erst runtergeladen, also müsste es eigentlich drin sein. Achso, ja, dieses Free Camera, ne? Das haben wir schon gemacht, okay. Hier ist doch keiner. Entschuldigung. Ja. Naja, aber hallo und du seid hier und Berlinchen vielleicht noch, weiß ich nicht. Das ist doch das Wichtige. Ah, so, ich schlaf gleich ein bei der Musik. Das macht's eher schlimmer, das weißt du doch.
Aber das hat mir Spaß gemacht hier. Das war heute genau das richtige Spiel für heute. Bisschen cozy. Ich mag das mit den Rollos nicht. Dann sehe ich das nicht mehr. Die müssen da weg. Das ist nicht gut. Das muss weg. So, ich brauche das. Den Ausblick. Ja, Rollo. Guti. Aber vielleicht wird ja hier jemand das mal auf YouTube sehen, zufällig. Wenn du dieses Video auf YouTube siehst und bis hierhin hinkommst, dann hi, ich mag dich. Lass doch mal einen Kommentar da. Das war mein Dream Setup. Ich glaube, viel mehr passiert in diesem Spiel auch nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass ich nochmal Bock habe. Vielleicht nicht auf dem Stream. ja, ich bin Schleimer. Ich bin nett zu allen, das wisst ihr doch. Außer jemand ist nicht nett zu mir, dann bin ich traurig. Aber ich bin immer noch nett. Ich bin immer nett. Selbst wenn ich pissy bin, bin ich nett. Ja, wenn ihr mehr über mein Buch wissen wollt oder über mich, dann kommt auf TikTok und auf Instagram. Ihr könnt es in der Buchhandlung Graf signiert vorbestellen. Am 29.09. kommt der erste Teil des E-Books raus. Und hungrig ist schlimm. Du bist schlimm, wenn du hungrig bist. Ich bin schlimm, wenn ich hungrig bin. Ah, ja, stimmt. Dann bin ich nicht nett. Da bin ich nicht nett. Das ist tatsächlich. Achso, wenn ich pissig bin, habe ich eine Windel. Ja, jetzt verstehe ich es. Oh Mann, ich bin heute echt langsam. That's it. Ausfahrt. Ausfahrt? Oh, es ist dunkel. Ups. Hi. Dann sehen wir uns am Sonntag wieder. Samstag kann ich nicht. Sonntag? Das ist Zuckercheck. Sonntag zu Genshin. Da gucken wir mal. Vielleicht können wir da irgendwie nochmal leveln, falls du Zeit hast. Hallo. Genau. Tschüssen. Nice.